Also, wir müssen hier entlang. Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich beunruhigend an. Ja. Das ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Speicherpunkt, die alte Mühle. Ihr da, bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Schuft! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst! Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Aha. Verliere ich die Geduld, Weibsbild! Mein Liebster wird mich retten. Lass das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Oh je. Nicht, du Monster! So, und jetzt auch noch dich. Ah, da sind noch schon weitere. So. Diesmal kommt uns nicht davon. Oh. Sogar ein spezieller. Aber deine 2 Millionen sind zwar nett, aber nichts gegen unsere Macht. So. Jetzt hast du schon weniger als 1 Million Macht oder Lebenspunkte, besser gesagt. Und schon gleich hast du weniger als 500.000. Wie es aussieht, bist du da ziemlich am Scheitern. So, noch deine letzten 150.000. Und dann bist du Geschichte gewesen. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Nett, nett, nett. Nö, nö. Und erst recht nicht. Die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhigeres Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt den Weg. Ja, genau. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Nö. Der überflutete Tempel. So, da wären wir. Aber ihr habt eurer Verlobten ein Versprechen gegeben. Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Nein. Der kann schön in Neu-Tristram warten. Und seinen Tempel sagen ist nicht gerade ermutigend.
Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Okay. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Will er uns sagen, dass wir ein Nephalem sind? Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Okay, ja dann. Speicherpunkt. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Ja, und den heißt es jetzt lichten. Gube sind stärker als die meisten lebenden Toten. Sind das Alarix, Leute? Nein, sie wurden verderbt. So. So. Aber das geht richtig schön jetzt. Oh, verzeiht. Oh. So. Bringt sie zurück, Brüder! Der Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Na dann. So. Und den geflügelten Tod hingerichtet. So. Ach, das sind die, die kaputt gingen, die... Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. So. Den noch. Ja, wunderbar. Lass mich raten. Ja, genau. Das wäre nicht sehr weise. So. Oh. Der Schaden, den wir machen, gefällt mir sehr, sehr gut. So. Nein. Das werde ich nicht tun. So. Wenn das so vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Ich könnte nicht in ein einfaches Leben zurückfinden. Solltet ihr einmal Arbeit suchen, werde ich eure Referenzen berücksichtigen. Vielleicht könnte ich euch einfach besuchen. Schon irgendwie süß. Die naive Lea. Ah, kommt jetzt. So. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch die Kollegen.
So. Alter. Oh, ho, 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 ho. So. Heilt mich. Alter. Mist. Nein. Ich muss noch ein wenig länger warten. Alter. So. Meine Güte. Ich verliere Kraft. Ja, dauert selbst bei denen jetzt halt doch noch ein Weilchen, weil die auch einfach nur solche Modifikationen haben, die es nicht noch einfacher machen. So. So. Jetzt schön den Hass auf den loslassen. So. Jetzt hat er nur noch 50.000. 10.000 und... werden muss. 0,2% mehr Schaden. Das wäre dann. Okay, der Bogen ist besser. Der Bogen ist besser, also bleiben wir beim Bogen. Ah, da ist der andere. So. So. Gut, der ist fort. So. So, die sind wunderbar am Zerfallen. Eine Leiche. So. So. Gefällt mir. So. So. Ah, da. Das kann ich nicht tun. So. So. Ah, und die ist auch schon down. Wunder, wunderbar. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich hier auch schon
habe Jahre damit verbracht, Orte wie diesen mit Onkel Peter zu erkunden. Das wird mir immer wieder. Ich genieße es ebenso, böse Kreaturen in fremden, geheimnisvollen Ländern zu jagen. Ich habe schon die Unerinnerung. Ich eben. So. 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 Und jetzt gehen selbst die Blauen deutlich besser. So. Da haben wir den ersten. Ja, den ersten haben wir. So. Zweiten. Und jetzt noch den dritten. 16.000. Unidentifizierten Gürtel. So. Wir einfach wieder durchmähen, als wäre es fast beinahe nichts mehr. So, jetzt haben wir sogar den Reisepunkt noch freigeschalten. So. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Nun, es gibt nur einen Weg, das heraus. Och, nö. So. 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 So, dann... Alter! Werden uns nicht kriegen! So! Das waren alle! Nein, noch nicht! So, aber da seht ihr... Über 1 Million, aber sein Leben... schwindet wie sonst was. So. So. Jetzt hat er nur noch seine letzten 100.000 Lebenspunkte. So. So. Jetzt können wir... Ach, wie herrlich das geht. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. So. Dann schauen wir mal. Siege die Eindringlinge. Erstürmt den Hügel, Brüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! So. So. Ich
So. Aber Lea macht natürlich wieder gar nichts. Seht ihr? So. So, seine fast 2 Millionen sind auch schon hinüber. Unsere Feinde sind zahllos, aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten, während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Oh. Das sieht schon mal besser aus. 4370. 4878. Wir sagen danke. Nein. Ah, Schatzgoblins sind einfach hier auf dieser Schwierigkeitsstufe für uns noch nicht machbar. Erzählt mir von diesem Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Ja, schön, Lea, aber das ist nicht dein Gasthaus. Oder heißt es so? Ich werde diese Dinge nicht aufhalten. Komischer Name für ein Gasthaus. So. Das Licht wird stärker. Schön für dich. Gut, dann geht's jetzt ab in den ersten Dungeon. Ruhestätte des Kriegers. Also. Also. So. Alter. So. So. Kommt.
So. Nein, das werde ich nicht tun. So. Jetzt ist er auch schon bei der letzten halben Million. So. 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 Komm. Also. Ja. Allerdings sagen, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Oh. Ich habe unsere Reisen geliebt, die Welt zu sehen. Doch nun hat sich ein Schatten auf sie gelegt. Ja, so war es damals nicht. Sorgt euch nicht, Lea. Wir werden die Welt wieder zu einem sicheren Ort machen. Finale der Ehre. Dann gehen wir doch gleich mal in die zweite Krypta. Und schauen, was wir dort haben. Boah. Und dann hier rüber. So, Krypta der Uralten. Es ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. So. So. Oh. Das geht schon gut. Oh. So. So. Das ist einfach herrlich, wie schön schnell das alles runtergeht. So. Und schon ist er weg. So. Und so auch mit seinen letzten Skelette. So, noch das Gold einsammeln. Fanal des Lichts. Die Fanale auf den Podesten platziert. So.